Hallo Freunde, Servus und grüß euch auf meinem bayerischen Kanal Sonjas Herzreisen vegan und roh. Das Thema von meinem heutigen Video heißt Kork ist das neue Leder. Und woher kommt Kork? Das Kork stammt von der Korkeiche und die wächst im westlichen Mittelmeerraum. Und sie kommt jetzt nur noch in Südostasien und in Teilen von Asien vor. Und um dieses Produkt zu gewinnen, also diesen Kork, muss man diesen Baum nicht mal fällen. Man schält praktisch nur die äußere Schale ab und die kann sogar wieder nachwachsen. Also das ist wirklich ein super toller Rohstoff, wie ich finde. Und jetzt hört's mal mein Video. Kork ist das neue Leder. Die meisten kennen Kork als formschöne Pinnwand oder als Weinkorken. Wenn's das war, habt ihr einen großartigen Trend verpasst, denn Kork kommt mittlerweile zu Modeehren als Material für Fashion-Accessoires und seit kurzem sogar für vegane Lederjacken. Diese Entwicklung ist eine Antwort auf unhaltbare Zustände in der Produktion von Mode. Echtlederverwendung, das stellt schon lange nicht mehr nur die Vegan-Designerin Stella McCartney klar, bedeutet Tiersterben. Und das Färben von Leder, ein hauptsächlich nach Asien ausgelagerter Prozess, hat für Färber, Umwelt und Anwohner starke gesundheitliche Konsequenzen. Menschen in Färberbetrieben sind extrem giftigen Substanzen und Dämpfen ausgesetzt, die als krebserregend eingestuft sind. Kaum ein Färber erlebt seinen 50. Geburtstag. Und nein, der Großteil unseres Leders ist kein Abfallprodukt aus der Nahrungsmittelindustrie. Leider ist Kunstleder keine Alternative. Die dafür nötigen synthetischen erdölbasierten Fasern sind sämtlich nicht biologisch abbaubar. Zusätzlich benötigt die Herstellung von Kunstleder Weichmacher und Lösungsmittel. Die Gifte in den Produktionsstätten dürften nahezu die gleichen sein wie beim Lederfärben. Und für den Träger sind die Dämpfe auch nicht unbedenklich. Da dies kein mahnendes Zeigefinger-Video werden soll, wende ich mich nun den erfreulichen Nachrichten zu. Es gibt Hoffnung. Neue Modelabels haben das in den Weinhälsen vor sich hin dämmernde Material Kork für sich entdeckt. Besonders gut macht das die Firma Bleed. 2 Jahre lang hat das Label Motto Kork statt Mord an seiner Kollektion gefeilt. Das Resultat ihrer Idee sind Korkjacken im Biker-Stil für sie und ihn sowie Gürtel, Geldbörse und Organic Cotton Shirt mit Korkdetails. Das Material stammt von der portugiesischen Korkeiche. Ihre Rinde wird geschält und wächst innerhalb eines Jahres wieder nach. Damit ist Kork nicht nur frei von Tierleid und Chemikalien, sondern auch ein nachwachsender Rohstoff. Außerdem bekommen die portugiesischen Korkbauern neue Abnehmermärkte für ihren Rohstoff, denn die Nachfrage nach Kork im Weinhandel sinkt. Das verarbeitete Material ist ein echter Allrounder, strapazierfähig, atmungsaktiv, wasserfest, leicht und es hält warm. Der Kork wird dafür gepresst und in dünne, lange Bahnen geschnitten, die in einem aufwendigen Verfahren an ein reißfestes Baumwollgewebe gelenkt wird. Alle Materialien sind umweltschonend und damit freundlich für den Träger. Hat Kork das Zeug
zum neuen Trendmaterial in der Modewelt? Er ist nachhaltig und praktisch und kann außerdem schick aussehen. Das beweisen die Accessoires von Maids of Nature, einem Start-up-Unternehmen, gegründet von zwei Naturfreundinnen. Alles begann in einem Portugal-Urlaub unter der mediterranen Sonne. Entdeckte Ria Moore, eine der beiden Gründerinnen von Maids of Nature, ihre Faszination für das landestypische Material Kork, das dort nicht nur der Herstellung von Weinkorken dient, sondern auch in Form von Schuhen, Möbeln und anderen Gebrauchsgegenständen in vielen Läden verkauft wird. Portugal ist weltweit der Haupterzeuger des Naturrohstoffs, der in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich ist. Gewonnen wird er aus der Rinde der Korkeiche und das nur alle 9 Jahre. In diesem Abstand werden Korkeichen nämlich geschält. Gefällt werden sie für die Korkproduktion nicht und so leben sie unter günstigen Bedingungen oft länger als 200 Jahre. 200 Jahre, in denen sie ganzjährig grünen und somit eine erhebliche Menge an Treibhausgas binden können. Doch nicht nur für das Klima, sondern auch für die Böden sind Portugals Korkeichenwälder, die Montados, von großer Bedeutung. Sie regulieren den Wasserhaushalt und verhindern die Versteppung der Landschaft. Außerdem bieten sie vielen geschützten Pflanzen und Tierarten einen optimalen Lebensraum, wie beispielsweise dem iberischen Luchs oder der Wildkatze. Sobald die Rinde einmal zu Textilien weiterverarbeitet wurde, ähnelt sie Wildleder. Sie ist butterweich und gleichzeitig robust. Außerdem ist Kork im Gegensatz zu Leder geruchslos, wasserabweisend, antiallergisch und außerdem vegan. Kork als vegane und umweltfreundliche Lederalternative. Moore, die damals selbst schon vegan lebte, war begeistert von der umweltfreundlichen Lederalternative. Sobald sie wieder zu Hause war, machte sie sich auf die Suche nach deutschen Labels, die mit Kork arbeiteten. So richtig zufrieden war sie nicht mit dem sehr überschaubaren Angebot. Meist entsprachen die Produkte nicht dem Geschmack der jungen Frau. Da formte sich die Idee eines eigenen Kork-Labels in ihrem Kopf. Die ehemalige BWL-Studentin, die zu dieser Zeit in der Werbung arbeitete, hatte zwar bereits jede Menge Know-how im Bereich Marketing gesammelt, von Modedesign verstand sie allerdings weniger. Deswegen wandte sie sich an ihre Freundin Nina Sala, die als Designerin arbeitete und die sofort Feuer und Flamme für ihre Idee war. Nina erklärte sich bereit, den kreativen Part zu übernehmen und bald wurden erste Accessoires entworfen. Noch nicht immer perfekt, aber immer besser. Hand in Hand mit dem zeitlosen Design geht das Versprechen, dass die Accessoires in einem kleinen Betrieb in Portugal in sorgfältiger Handarbeit hergestellt werden. Und das garantiert tierleidfrei. Durch die verhältnismäßig kurzen Transportwege innerhalb der EU und dem Versand mit Go Green soll der Ausstoß an CO2 möglichst gering gehalten werden. Ja, meine Lieben, das war mein Video zum Thema Kork, das neue Leder. Bin ja sowas von begeistert von diesem Rohstoff. Man kennt es ja nur als diese Korken im Wein, die Weinflaschen und diese Pinnwände. Aber dass da jetzt schon so viel gemacht wird in der Welt, dass da Schuhe und Taschen und Gürtel und Möbel sogar und alle und Leder, also so
Ersatz für Lederjacken hergestellt wird. Also das finde ich ja sowas von gigantisch. Und solche positiven Neuigkeiten, die müssen in die Welt. Und deswegen habe ich dieses Video jetzt gemacht für euch. Ich hoffe, es hat euch auch so begeistert. Und wenn also ich mal wieder Schuhe zum Beispiel brauche oder irgendwas kaputt geht und ich meine, ich brauche irgendwas, was ich ja nicht vorhabe, okay, habe ich euch ja gesagt, dass ich nichts mehr brauche. Aber man weiß ja nie. Dann wäre ich auf jeden Fall nach Kork auf die Suche gehen, weil das begeistert mich ja sowas von, also unglaublich. Okay. Und ich hoffe, ihr macht mir das noch und schreibt es mir in die Videobeschreibung, ob euch das auch so gefreut und ob ihr vielleicht schon irgendwas in eurer Garderobe habt, als Kork, kann ja sein, dass ihr da schon, also ich kann mich erinnern, da haben wir sogar schon mal ein ganz lieber Zuschauer, es war ein Mann, mal so ein bisschen was zum Thema Kork geschrieben, also so ein, zwei Sätze, das ist schon ein paar Monate her. Ja, vielleicht schaut ihr meine Videos noch, der darf sich gerne melden unten in der Videobeschreibung. Okay? Thema Kork, super, 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 auch der Transport und CO2 und alles. Bestens tierleidfrei. Okay? Und ihr Lieben, ich hoffe, ihr schaut auch, wenn ihr irgendwas für neue Klamotten braucht oder was für eure Garderobe, dass ihr schaut, dass das tierleidfrei ist. Gell? Man kann, man muss sich das einfach bewusst machen, dass man es entweder schaden kann, den anderen, den Tieren oder der Umwelt, oder auch bewusst und eben anders einkaufen. Nämlich vielleicht Kork. Ja. Ja, das war mein Video, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, danke ich euch sehr für den Daumen nach oben, wenn ihr meinen Kanal abonniert, mir einen lieben Kommentar schreibt. Dann sage ich euch für heute einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, macht es gut. Servus, für euch.